Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche in Eppenhausen. Ich bin Matthias Heuer und der Pfarrer dieser Kirchengemeinde. Mit dem ersten Sonntag nach Trinitatis sind wir nun in der zweiten Hälfte des Kirchenjahres angekommen. Die liturgische Farbe für diese Zeit des Kirchenjahres ist das Grün. Während in der ersten Hälfte des Kirchenjahres mit den Hochfesten Weihnachten, Ostern und Pfingsten über die Offenbarung Gottes in der Geschichte nachgedacht wurden, denken wir in der zweiten Hälfte darüber nach, wie die christliche Gemeinde den Glauben an diesen dreieinigen Gott in ihrem Leben umsetzt. Dieser Sonntag hat die Apostel und Propheten zum Thema. Apostel und Propheten sind Menschen, die Gott berufen hat, damit sie seine Werkzeuge werden. Das macht sie nun nicht zu besonderen Menschen. Sie sind vielmehr Vorbilder, die uns den Weg zeigen, den Gott für uns bereitet hat. Es ist der Weg, den die Apostel und die Propheten uns vorangegangen sind. Er ist der Weg Gottes. Es ist der Weg des Lebens. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Beten wir nun mit Worten aus Psalm 34. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht.
Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Fürchtet den Herrn, ihr seiner Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist der Anfang des Prophetenbuches Jona. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen: Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm: Sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her?
aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten's nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir's gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Wir beten, du Gott des Lebens, wir kommen zu dir mit unseren Fragen nach Gerechtigkeit, Verantwortung, Achtung und Liebe. Hilf uns, auf dich zu hören, auf deine Stimme in der Welt. Öffne uns die Ohren und unsere Herzen für die Fragen, die du uns heute stellst. Das bitten wir dich durch deinen Sohn Jesus Christus, der mit dir und der Kraft des Heiligen Geistes lebt und wirkt, heute und in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Jona auftritt, geht es lebendig zu. Dazu passt schon sein Name. Er bedeutet Taube. Die Taube spielt eine wichtige Rolle im Ersten Testament, als sie mit einem grünen Zweig im Schnabel zur Arche Noah zurückkehrt und Mensch und Tier die frohe Kunde von der Errettung vor der Sintflut überbringt. Die Taube steht für das Leben. Im Neuen Testament zeigt sich an ihrem Erscheinen bei der Taufe Jesu symbolisch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Mann mit dem Namen Jona soll nun eine Botschaft überbringen. Aber zur Zeit der Propheten Israels war das selten eine gute. Gott trägt Jona auf, den Menschen in Ninive den Untergang der Stadt anzukündigen. Nur 5 Worte sind das im hebräischen Text. 5 Worte ohne Wenn und ohne Aber. Keine Klauseln, keine weiteren Chancen, keinen Aufschub. In 40 Tagen ist Schluss mit euch. Wer die Geschichte kennt, der weiß das. Aber im Textabschnitt für heute steht das noch nicht. Mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. So wendet sich Gott an Jona. Und Jona? Er wendet sich ab, oder besser gesagt, er wendet sich um und möchte vor diesem Auftrag fliehen. Und er geht in die entgegengesetzte Richtung, nach Tarsis. Dieses Verhalten hat ihm einen Beinamen beigebracht, Jona, der widerspenstige Prophet. Das Buch Jona ist besonders in seiner Art. Als einziges Prophetenbuch erzählt es in Form einer Novelle die Geschichte eines Propheten mit Gott. Der Auftrag und der Inhalt des Prophetenwortes stehen dabei gar nicht so sehr im Vordergrund. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona. Damit beginnt die Geschichte. Darum geht es zuallererst, um Jona, um Gott und um sein Wort. Jona, Gott und das Wort, das haben eine besondere Beziehung zueinander. Das sollen wir als Lesende und Hörende dieser Erzählung erfahren. Die Erzählung hat eine klare Botschaft. Bei Jona, da geht es um Leben und Tod. Das wird schon deutlicher, als Jona auf dem Schiff ist. Gott schickt einen Sturm über das Meer. Die Schiffsleute, so lesen wir, fürchten sich und schreien, ein jeder zu seinem Gott. Aber der Sturm legt sich nicht. Da steigt der Schiffsherr hinunter zum schlafenden Jona und fordert ihn auf, seinen Gott anzurufen, sie zu retten. Jona betet nicht. Aber er ist auch nicht widerspenstig. Er legt ein erstaunliches Bekenntnis ab. Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Wenn Jona ausspricht, dass sein Gott ein Gott des Himmels ist, dann kann man daraus hören, dass er der Ursprung des Windes ist. Wenn er das Meer gemacht hat, dann sind die Leute mit Jona auf dem Schiff gewissermaßen unterwegs auf Gottes Element. Und auch das Trockene hat dieser Gott gemacht, die Sicherheit an Land, nach der sie sich jetzt sehnen. Diesen Gott fürchtet Jona. In unserer heutigen Sprache würden wir sagen, dieser Gott hat eine große Bedeutung für ihn. Sogar die Seeleute verstehen nun, dass Jona und Gott in einer ganz besonderen Beziehung zueinander stehen. Was hast du getan? Fragen sie nun auch voller Furcht. Und trotzdem versucht die Mannschaft zunächst mit aller Kraft, sich und Jona zu retten. Sie rudern und rudern, bis sie einsehen müssen, dass ihr Plan, es aus eigener Kraft an Land zu schaffen, fehlschlägt. Obwohl Jona ein Fremder für sie ist und sie nicht an seinen Gott glauben, denken sie nicht daran, Jona in das Meer zu werfen. Aber Jona hat diesen Gedanken. Nehmt mich, ruft er, und werft mich ins Meer. So wird das Meer still werden und von euch ablassen.
Da ist kein Widerstand bei Jona zu spüren, aber die Bereitschaft, ein Opfer zu bringen. Vielleicht ist es genau diese Mischung aus Bekenntnis und Hingabe, die die Seeleute so beeindruckt, dass sie nun ihrerseits zu Jonas Gott beten, ihn um Rettung anrufen und um Vergebung für ihr Tun an Jona. Dann werfen sie ihn in das Meer und das Meer wird still und es lässt ab von seinem Wüten. Gott und Jona stehen in einer besonderen Beziehung zueinander. Das zeigt sich in der spannendsten Szene der Erzählung. Denn jetzt schickt Gott dem Jona einen großen Fisch, der ihn verschlingt. Und Jona war im Leibe des Fisches mehr als 3 Tage und 3 Nächte. Was Jona auf dem Schiff anscheinend nicht möglich war, geschieht jetzt. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Dieses Gebet ist ein ganz außergewöhnlicher Text, der in der Bibel seinesgleichen sucht. Es ist ein inniges, poetisches Gebet, das aus 10 einzelnen, bereits überlieferten Psalmzitaten besteht, die wiederum einen neuen Psalm bilden. Über diesen Psalm, der die Mitte des Jona-Buches bildet, ist viel spekuliert worden. Man nimmt an, dass er erst nach Abschluss der ursprünglichen Jona-Erzählung in das Buch eingefügt wurde. Vieles spricht dafür, dass der Psalm mit genau diesen Versen eigens für das Buch Jona von seinem Verfasser komponiert wurde. Es ist ein Zwiegespräch zwischen Jona und seinem Gott. Es sind nicht die Worte eines Verzweifelten in Todesangst, was ja auch möglich wäre angesichts der totalen Isolation des Jona. Nein, dieses Gebet ist das Dankgebet eines Geretteten. Manche sagen, dann wäre es ein Dankgebet eines Geretteten vor seiner Rettung. Und deshalb wirke es wie ein Fremdkörper im Jona-Buch. Jona bleibt nun im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Vielleicht braucht er diese Zeit im Bauch des von Gott geschickten Fisches, um sich wieder zu spüren, um sich lebendig zu fühlen und den Herausforderungen, die das Leben da draußen an ihn stellen würde, wieder gewachsen zu sein. Jona wollte fliehen, obwohl er doch weiß, dass Gott immer schon da ist. Als die Wellen in seinem Leben so hoch schlagen, dass er keinen Ausweg mehr sieht, nimmt Gott ihn in seine Obhut. Noch ist für Jona nicht klar, wie sein Leben weitergehen wird. Aber er spürt, dass es weitergehen wird. Jetzt sagt Jona du zu Gott, dankt ihm, preist ihm. Schon im Bauch des Fisches sagt er Ja zu seinem Gott, den er nun auch so nennt, mein Gott. Und Gott sprach zu dem Fisch. Und der Fisch spie Jona aus ans Land. In der jüdischen Tradition wird das Gebet des Jona in jedem Jahr zum Yom Kippur gesprochen, dem Versöhnungstag, dem heiligsten jüdischen Fest. Ein jüdischer Schüler soll seinen Lehrer einmal gefragt haben, warum eigentlich am Versöhnungstag immer diese uralte Geschichte des Jona gelesen und sein seltsames Gebet gesprochen werde. Sein Lehrer soll ihm als Antwort leise ins Ohr geflüstert haben, weil wir Jona sind. Vielleicht wurde uns die Geschichte des Jona in der Bibel so erzählt, weil auch wir Jona sind. Manchmal widerspenstig und flatterhaft, oft nicht einverstanden und überfordert mit den Dingen, die uns das Leben so schwer machen. Weil auch wir zu unserem Ja, zur Treue gegenüber unseren Überzeugungen, anderen Menschen und gegenüber Gott manchmal erst wieder finden müssen. Wir sind schon gerettet und dürfen auf halber Strecke mitten in den Ungewissheiten unseres Lebens Danke sagen, auch wenn andere das voreilig finden. Wenn die Pandemie noch nicht überstanden ist, wir aber lernen können, mit ihr zu leben. Wenn wir zwar noch in Trauer sind,
aber nicht mehr von ihr gefangen. Wenn unsere Hoffnung sich noch nicht erfüllt hat, wir aber schon die Vorfreude auf das Ersehnte in uns spüren. Bei Gott sind wir in guter Obhut. Es muss ja nicht unbedingt ein Fisch sein, den er uns schickt. Aber welches Mittel er auch immer für uns bereithalten mag, er ist immer auf dem Weg zu uns. Und wie vielfältig das nun geschieht, können wir in den nun vor uns liegenden Wochen der restlichen Zeit des Kirchenjahres erfahren, wenn es um das Wachsen des Glaubens geht, wie bei einer Saat, die auf dem Feld ausgesät worden ist. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinnen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen Fürbitte halten. Guter Gott, du bist bei uns in den Stürmen des Lebens. Wohin unsere Wege uns auch führen mögen, du bist immer schon dort. Lass uns erfahren, dass der Weg zu dir und mit dir nicht kompliziert sein muss. Lass uns spüren, dass er gepflastert ist mit deiner Liebe. Lass uns erkennen, dass da auch andere unterwegs sind, die vielleicht unsere Hilfe brauchen. Lass uns darauf vertrauen, dass du uns auf diesem Weg begleitest, und lass es uns wissen, wenn wir dabei sind, deinen Weg zu verlassen. Und mit den Worten Jesu Christi beten wir nun miteinander und füreinander: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun hin im Frieden des Herrn. Und der Herr segne euch und der Herr behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und er gebe euch seinen Frieden. Amen. Thank you.
Danke, dass Sie den Gottesdienst am ersten Sonntag nach Trinitatis mit uns in unserer Dreifaltigkeitskirche gefeiert haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie ihn in Ihrem sozialen Netzwerk. Am nächsten Sonntag hat der Gottesdienst wieder um 10.30 Uhr seine Premiere. Am zweiten Sonntag nach Trinitatis geht es dann um Gottes Einladung zum Fest des Lebens und wie man auf die Einladung reagieren kann und vielleicht auch soll. Am nächsten Sonntag wird in der Westfälischen Landeskirche auch der Orgeltag 2021 gefeiert. Auch unsere Kirchengemeinde beteiligt sich mit einem Online-Konzert unseres Kantors Jürgen Schneider an diesem Musikfest und stellt den Film auf den YouTube-Kanal unserer Kirchengemeinde. Die Premiere ist dann am 13. Juni um 15 Uhr. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Und auf ein Wiedersehen.